Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneaker Kult und wir schauen uns heute den Sobakov an, neue Silhouette von Adidas. Also ich finde es richtig cool, was Adidas sich so einfallen lässt, was für neue Silhouetten rauskommen. Vor einigen Wochen schon der Commander, der sich auch wirklich extrem gut verkauft hat, der ging überall weg. Kommt jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag der Sobakov, auch ganz neue Silhouette. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt schon ein paar Tage früher habe und ihn euch jetzt schon im Video vorstellen kann. Kommt in zwei Colorways, zum einen hier in weiß oder auch in dem klassischen Samba Colorway, schwarzes Upper, weiße Streifen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch die Storelist, da habe ich schon alle reinkopiert, die bis jetzt zumindest bekannt sind. Den schwarzen gibt es in mehreren Stores, den weißen nur in wenigen Stores bisher. Falls sich daran noch was ändert, werde ich das auch unten noch dann bis zum Freitag aktualisieren. Der Name Sobakov besteht aus zwei russischen Wörtern, nämlich Hund und Wolf, das zur Anlehnung an die Rudelmentalität, ja, oder auch an die Mentalität, die man in einem Team braucht, denn der Schuh ist ja auch ganz deutlich ja an dem Thema Fußball orientiert und auch inspiriert von einem ganz speziellen Modell. Das kennt wahrscheinlich jeder, der auch nichts mit Fußball zu tun hat, den 2000er Predator Precision. Der kam damals zur Euro 2000 raus, von vielen namhaften Spielern auch gespielt auf dem Feld, und da hat man dann hier diese bezeichnenden drei Adidas-Streifen übernommen, die sich so über die Ferse hinausziehen bis auf die Innenseite, und zudem auch das Schnürsystem, ja, was so ein bisschen an die Seite versetzt wurde, sieht man hier ganz gut. Dennoch aber ein kompletter Lifestyle-Schuh, Sport würde ich mit dem jetzt nicht machen, aber in der Stadt sieht er richtig gut aus am Fuß, gerade auch mit diesem keilförmigen Shape, richtig geil und sehr cool auch, wie wertig er sich anfühlt. Ja, dieses komplette Knit Upper fühlt sich sehr gut an, ist wahrscheinlich relativ schwer sauber zu halten, da auf jeden Fall die Empfehlung, den Schuh vorher zu imprägnieren. So lässt er sich dann auch leichter reinigen, wenn mal was drankommt. Dann haben wir noch ein paar Lederdetails, hinten zum Beispiel an der Ferse, fühlt sich ganz gut an, genauso auch hier an der Zunge. Das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine wertige Haptik und auch diese Gumsole mit diesem wellenartigen Fischgrätenmuster. Ziemlich dominant, aber auch sehr passend hier zu dem weißen Colorway, der mir insgesamt auch ein bisschen besser gefällt als der schwarze, wobei der auch nicht schlecht ist, ja. Die Insole kann man rausnehmen, steht nochmal Sobakov drauf und an der Innenseite der Zunge auch nochmal spiegelverkehrt und Adidas innen mit einem Textil-Lining. Das hier finde ich immer ganz angenehm an der Ferse, da drückt nichts. Und dann kommen wir schon zur Frage, wie fällt das Teil aus? Ja, ich wusste ja auch nicht, wie er ausfällt, und ich habe jetzt intuitiv meine halbe hochbestellt. Das mache ich ganz gerne, gerade bei Adidas-Schuhen, die so einen extrem keilförmigen Shape haben und gerade hier vorne im Zehenbereich so flach runterlaufen, habe ich immer das Problem, dass mein Zeh so ein bisschen rausdrückt. Deswegen bin ich hier eine halbe hochgegangen, habe eine 9,5 bestellt. Ich muss sagen, sitzt auch soweit ganz gut. Ich habe vorne ein bisschen Platz, was natürlich auch nicht schlecht ist, damit der Fuß hier nicht so ganz vorne in dem Flachen drin sitzt. Ja, der wird wahrscheinlich hier so in dieser Gegend etwa sein. Ich würde so einschätzen, dass True to Size auch gehen würde, wäre dann aber schon ein bisschen enger. Also wer es ein bisschen enger mag, der kann ruhig True to Size gehen. Ansonsten empfehle ich, eine halbe hoch zu gehen. Ja, beim Laufen rutscht man eh immer noch so ein bisschen vorne rein. Von daher bin ich hier mit einer 9,5 zufrieden. Auf jeden Fall ein sehr cooles Modell, was man empfehlen kann, auch zum fairen Preis, 119 Euro. Wie gesagt, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr kommt der online. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Modell haltet, welche Farbe werdet ihr euch holen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!